Herzlichen guten Abend hier im Salon Luitpold. Ich hoffe, Sie hatten ein paar geruhsame Osterfeiertage und sind mindestens so erleichtert wie ich, dass die Wahl in Frankreich einigermaßen gut ausgegangen ist. Ein Klatschen, ja, es sei erlaubt. Mit Einschränkungen, es sind immerhin über 13 Millionen Franzosen, die Marine Le Pen gewählt haben. Und ich, passt überhaupt nicht zum Thema, aber irgendwie doch. Ich habe einen wahnsinnig engen Freund verloren, in Anführungszeichen, mit dem ich hier in Klosterscheffelheim Abitur gemacht habe. Wir waren gemeinsam im Französischleistungskurs, wir haben beide Französinnen geheiratet. Er ist sogar inzwischen Franzose und Deutscher. Ich bin auf dem Weg dahin und der hat Le Pen gewählt. Der hat sogar Zemmour gewählt beim ersten Mal und beim zweiten Mal Le Pen. Und ich konnte es ihm nicht ausreden. Wir haben gefühlt die letzten zwei Wochen 2000 WhatsApp-Chats hin und her geschickt, Argumente ausgetauscht unter mündigen Bürgern, zumindest war das der Anspruch, und ich habe es nicht geschafft. Und deswegen bin ich auf der einen Seite froh, dass Berlin zum Beispiel, die Franzosen in Berlin, haben zu 82% Le Pen gewählt. In Deutschland, alle Franzosen in Deutschland über 70%, Paris auch über 60%, aber naja, das soll nicht der Anlass sein, aber mir war es irgendwie Bedürfnis, das anzusprechen. Weil wir ja von einer neuen Welt reden und da gehört es irgendwie halt auch doch dazu. Ja, ich fasse mich jetzt kurz, indem ich Dr. Peter Felixberger vorstellen darf, hier zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, der Programmgeschäftsführer der Murmann Publisher aus Hamburg ist, einen Verlag, der sich die digitale, ökologische und ökonomische Transformation auf die Fahnen geschrieben hat, aber dem nicht genug. Er ist auch Herausgeber des Kursbuches, gemeinsam mit Armin Massé und Chefredakteur. Ich habe mir sogar die Nummern aufgeschrieben, seit 170 bis 209. Und da kommen sicher noch ein paar dazu. Und ist Buchmacher, promovierter Soziologe, Journalist und unglaublich begabter Moderator, wie Sie gleich erleben werden. Und für alle, die das erste Mal hier sind, wir werden die beiden ungefähr eine Stunde gemeinsam zu zweit ein Zwiegespräch machen lassen. Und dann wird Peter Felixberger den Florian Hoffmann, den ich auch ganz offiziell nochmal begrüßen will, der gleich vorgestellt wird, mit ihm gemeinsam ein Gespräch führen. Und dann sind Sie eingeladen, nach, wie gesagt, circa 60 Minuten teilzunehmen und auch Fragen zu stellen. Ich werde zu Ihnen kommen mit dem Mikrofon und ja, ich wünsche Ihnen einen interessanten, kurzweiligen, aber auch hoffentlich mit dem ein oder anderen Impuls oder zumindest Fragezeichen versehenden Abend. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind. Und es gibt einen Büchertisch. Da dürfen Sie dann auch gleich klatschen, haben wir extra für Sie aufgebaut. Auch übrigens haptisch, habt ihr euch mal wieder übertroffen. Tolles Buch. Hier hinten auf dem Weg raus kommen Sie am Büchertisch vorbei und wir werden Sie festnageln. Und wir haben es nicht abgesprochen, aber ich bin sicher, dass Sie, Herr Hoffmann, da auch gerne die ein oder andere Widmung reinschreiben würden. Sehr gerne. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schönen Abend. Es ist 19 Uhr, normalerweise wäre jetzt heute Journal Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimaschutz, Klimazerstörung von Regenwäldern, Biodiversität, wir alle kennen diese Themen mittlerweile rauf und runter. Ich denke, es geht Ihnen genauso wie uns, seit zwei Jahren sind wir konfrontiert eigentlich über die großen gängigen Medien mit diesen Themen und man ist manchmal schon am Abend froh, wenn man dann einschlafen kann und irgendwie das noch aus dem Kopf bringt. Ich kann Ihnen heute Abend versprechen, dass wir beide über all diese Themen nicht sprechen werden. Denn wir reden über die neue Welt und ich darf Ihnen Florian Hoffmann vorstellen. Ich bin sehr froh, dass du die Zeit gefunden hast, von Berlin nach München zu kommen, dass wir heute dein Buch hier vorstellen, ein bisschen plaudern über dein Leben, über das Buch, warum wir es gemacht haben und uns auch schon an den ersten, will ich jetzt nicht verhehlen, Verkaufszahlen sehr erfreuen. Das Buch scheint offenbar
gut anzukommen. Ja, Florian Hoffmann ist, ja, wie soll man sagen, ein Social Entrepreneur, sagt man heutzutage, Sozialunternehmer, aber er ist sehr viel mehr. Und er hat die Do School gegründet, The Do, wir werden drüber reden, was das ist. Und wir haben uns gedacht, wir fangen einfach mal an, so wie sich das gehört, in der Kindheit von Florian, weil Sie werden das Buch und das, was ihn beschäftigt, nur darüber verstehen können, über seine Biografie. Und lieber Florian, ich dachte mir, erzähl doch mal, wie war es denn bei dir so in der Jugend? Was hat dich denn da schon sozusagen so ein bisschen programmiert als späterer Sozialunternehmer? Was hat dich so angetrieben? Vielen Dank, lieber Peter. Schön, hier zu sein heute Abend. Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite auch. Wenn ich mich komisch anhöre, ich habe kein Corona laut vielen Tests, sondern vom zu vielen Fliegen ein bisschen einen heiseren Hals. Das heißt, wenn ich irgendwann nicht mehr reden kann, dann gibt es einfach mehr Fragen und Kommentare von Ihnen. Ist das ein Deal? Ja, ist gut. Ja, okay, super. Als ich ein Kind war, hieß ich der Junge aus dem Glashaus. Weil ich habe einen Künstlervater und der hatte die tolle Idee, dass es doch mal spannend wäre, ein Haus mitten in die schwäbische Prärie zu stellen, wo es hinten eine Wand gibt und sonst eine Partnerschaft mit dem Botanischen Garten. Das heißt, es gab eine Wand, der Rest war Glas, es konnte also auch jeder reingucken und pflanzen. Und damals war die Technik noch nicht so super, also das heißt, es war ein fantastisches Haus, aber die Fenster, die sich haben öffnen und schließen lassen, wurden nicht nach Feuchtigkeit, sondern nach Temperatur automatisch geöffnet oder geschlossen. Das heißt, im Sommer, wenn es richtig blöd lief und es ein Wärmegewitter gab, dann saßen wir alle zu Hause, sprichwörtlich im Regen. Also das heißt, ich weiß nicht, ob mich das zum Sozialunternehmer gemacht hat, aber Künstlerhaushalt, ein bisschen schräg für da, wo ich gewohnt habe. Ich habe vorher schon tollerweise erfahren, dass ich nicht der Einzige war, der mal mit Röckchen im Kindergarten unterwegs war. So dieses Dazugehören, das hat nicht zu meiner Kindheit gehört. Du hast gerade erwähnt, du bist in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen, dein Vater war Künstler. Erzähl doch mal über seinen unternehmerischen Werdegang, ich glaube, das hat dich doch auch geprägt. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht. Ja, also meine Mutter und mein Vater, die haben zusammen Innenarchitektur und Design gemacht zwischen Spanien und Deutschland, da bin ich auch groß geworden, zwischen den beiden Ländern und auch im Endeffekt so mit den Höhen und Tiefen. Also meine Großmutter ist, glaube ich, eigentlich die Matriarchin unserer Familie gewesen, weil die hat nach dem Zweiten Weltkrieg für Frauen, die keine Jobs mehr hatten, die Männer waren im Krieg gefallen, eine Weberei gegründet. Und hat dort, vielleicht war die Sozialunternehmerin, denke ich ja. Heute das erste Mal drüber nach, hat da eine tolle Textilunternehmen aufgebaut, war damit super erfolgreich, ist dann ganz früh an Krebs gestorben. Mein Opa, der war sehr viel älter, weil meine Großmutter und ihre beste Freundin haben sich den Mann geteilt, weil es aus den Erzählungen meiner Eltern nicht genügend Männer gab damals. Und der ist dann irgendwann dement geworden, hat das Unternehmen in den Boden geritten und mein Vater musste praktisch wieder neu anfangen. Und das heißt, vielleicht kann man sagen, meine Kindheit wurde definiert von Nicht-Dazugehören und Wellen, hoch und tief und oben auf und dann auch wieder unten dabei. Ja, und jetzt zu jeder guten Unternehmerbiografie gehört natürlich auch der vermeintliche oder tatsächliche Schulabbruch. Ich habe in den letzten Jahren von Start-up-Unternehmern zu 100% gelernt, dass sie Minimum ein Jahr vorm Abitur die Schule abbrechen, um dann diese großartige Karriere als Start-up-Unternehmer zu starten. Und ich könnte jetzt sehr berühmte Namen nennen, die das alles bestätigt haben, aber du warst auch fast ein Schulabbrecher. Also wenn es nach meinem Mathelehrer gegangen wäre, ja. Also der wollte mich, glaube ich, loswerden. Ich weiß, dass es ein Gespräch in der 5. Klasse gab, wo er meinen Eltern nahegelegt hat, mich bitte vom Gymnasium zu nehmen. Und ich habe mich dann aber so als eloquenter Schulversager durchgekämpft und habe mich dann in die Frau verliebt, mit der ich heute noch zusammen bin, die meine Mitgründerin ist und die hat mich durchs Abitur gerettet. Also wer hier Kinder hat und sich Sorgen macht, einfach die richtige Partnerwahl, dann klappt es vielleicht.
und habe mich irgendwie durch die Schule geschmissen und von da an habe ich durch Zufall das erste Stipendium bekommen und bin dann zum totalen Mit-Dazugehören-Woller geworden und habe dann alle Top-Universitäten, die man so von außen her als toll findet, mal durchgemacht und das hat dann irgendwie besser geklappt als die Schule. Und ja, irgendwie ging es bei dir ja nicht so steil bergauf, aber du warst jemand, der überall gerne hinein geguckt hat, mitgehört hat, sich vernetzt hat und da begann eigentlich schon das, was dich in meinen Augen so besonders auszeichnet, diese unglaubliche weltweite Vernetzung mit Menschen, die im Aufbruch sind, Menschen, die etwas verändern wollen, Menschen, die in der Transformation sind. Und erzähl doch mal, was dich da in dieser Zeit, ihr wart ja dann auch in den USA länger und seid dann, glaube ich, von New York wieder weggegangen, weil auch die Lebensumstände es erfordert haben. Erzähl doch mal über die Zeit. Ja, also ich glaube, was mich angetrieben hat damals und immer noch antreibt, ist, dass ich sehr neugierig bin. Und was mich interessiert, sind immer Menschen und was die so umtreibt. Und ich hatte schon ein besonderes Erlebnis, dass ich eben durch Zufall ein Stipendium bekommen hatte, auf eine UN-Uni zu gehen, wo ungefähr 60 Studenten aus, ich glaube, 50 Länder waren es oder so. Und wir haben ein Jahr zusammengelebt, auch Zimmer geteilt und alles, obwohl ich mich versucht habe, sehr dagegen zu wehren. Hat nicht geklappt. Und das war für mich so ein Augenöffner, wie Menschen unterschiedlich auf Dinge blicken. Und von da an ging es eigentlich los, dass ich dann in der Zeit von 20 bis Mitte 30, also nicht in Deutschland gelebt habe, in Asien, in Amerika, in verschiedenen europäischen Ländern gelebt habe und eigentlich mich immer habe treiben lassen von Leuten, die mich gerade interessieren und versucht habe, kennenzulernen, wie die leben, was die antreibt, was die umtreibt, egal ob die ganz reich, ganz arm, ganz links, ganz rechts, ganz wütend, ganz fröhlich waren. Und wir waren dann irgendwann, haben gelebt so ein bisschen wie die Frührentner in Genf mit Oldtimer und Cabriolet, sind von da dann nach New York mitten ins wilde Brooklyn mit wenig Geld und viel Startup und haben dann aber überlegt, als unsere wunderbare Tochter kam, dass wir irgendwie ein Thema lösen müssen oder versuchen müssen zu lösen, nämlich die Frage, wo ist eigentlich Heimat? Und das ist bei mir ein Problem, ich habe nicht so richtig Heimat, meine einzige Heimat ist eigentlich meine Frau und die hat aber gesagt, Europa ist ihre Heimat, dann am Schluss doch. Und jetzt sind wir wieder hier, mal gucken für wie lange. Und in dieser Zeit habt ihr The Do gegründet, erzähl doch mal, was ist The Do, was war der Antrieb, dass ihr das gegründet habt, woher kommt die Idee, wie seid ihr drauf gekommen? Der Antrieb zu The Do war eigentlich ganz einfach, nämlich, dass wir alle ja mehr oder weniger in unserer eigenen Lebensrealität spüren und merken, dass es so, wie es ist oder wie wir leben, eigentlich nicht so richtig weitergehen kann. Ja, also das spüren wir alle jeden Tag, egal ob es in unserer Arbeit ist, mit unseren Kindern, mit der Umwelt, mit unseren Firmen, wie wir uns fortbewegen, egal wo, eigentlich passt es so nicht. Und gleichzeitig wissen wir aber auch nicht, wie es anders laufen soll. Und das war die Frage, die uns damals getrieben hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was müssen wir heute eigentlich können, was müssen unsere Kinder können, aber was müssen auch Leute können, die Verantwortung haben, um Zukunft zu gestalten. Und besonders diese Frage, so, da gab es mal einen wissenschaftlichen Begriff, der hieß Shared Value oder heißt immer noch Shared Value, also wie kann ich was machen, was für mich gut ist und die Gesellschaft gut. Und uns hat so umgetrieben zu sagen, wie bilden wir eigentlich die Leute aus, die was machen, wovon sie leben können, aber die gleichzeitig mit dem, wovon sie leben, etwas für die anderen tun. Und das hat uns zu Do School geführt. Und die Do School ist am Schluss wie eine Art alternativer Uni für Macher und Macherinnen. Ja, ihr habt am macht Anfang... Ja, das macht schon Sinn, weil ihr am Anfang, ich finde, etwas gemacht habt, was ein sehr moderner Gedanke ist, nämlich möglichst viele Perspektiven zulassen, um ein Problem zu lösen. Ja. Und The Do war ja am Anfang eigentlich ein Unternehmen, eine Organisation, kam mit einem Problem. Was habt ihr gemacht? Ihr habt aus allen Ecken und Enden Experten geholt und habt die erstmal alle aufeinander losgelassen. Erzähl doch mal, wie euer erstes Projekt in der Richtung gelaufen ist und wie sich diese Experten auch zusammengesetzt haben. Woher kamen die eigentlich? Ja, das liegt an einem großen
Thema, was wir heute noch haben und was vor 10 Jahren schon so war und vor 15 Jahren auch, nämlich dass, wenn wir, jeder von uns heute ein Problem hat, dann rufen wir meistens die üblichen 10 Verdächtigen zusammen. Und zwar immer wieder, egal was das Problem ist. Und dann wundern wir uns, dass wir oft keine neuen Lösungen entwickeln. Übrigens nur so apropos, wer bereut schon, dass er das gesagt wurde, es findet eine Stunde lang hier ein Zwiegespräch statt? Soweit noch alle okay? Ja? Nee, die kommt ja noch dran. Ah, ja, jetzt hoffe ich. Die kommen noch dran. Aber erst nach den ersten 2 Stunden. Ja, ja, so also. Gegen 21.30 Uhr kommt der. Sehr gut. Nach dem längeren Café Luitpold Werbeblock. Also, wie lösen wir eigentlich Probleme? Das hat uns umgetrieben. Und was wir einfach gemerkt haben, ist, dass es rund um die Welt vor allem ganz viele junge Menschen gibt, die wahnsinnig spannende Zugänge zu den großen Herausforderungen unserer Zeit haben, die uns alle beschäftigen. Aber diese Menschen kriegen nie Gehör und ihre Genialität wird nicht genutzt. Und was wir gemacht haben, und das war damals, als es losging, sage ich mal so 2013, 2014, noch gar nicht so einfach, ist zu sagen, egal wer ihr seid, wir geben euch die Möglichkeit, an den wirklich großen Problemen zu arbeiten, und zwar für die Firmen oder Regierungen, die sie wirklich lösen können, weil sie die Firepower haben, und ihr könnt euch bewerben, da mitzumachen. Und es war so das erste Mal, dass durch Internetcafés wir wirklich damals Geschichten hatten, weiß ich noch, eine der ersten Programme, da ging es darum, wie man einen vollkommen nachhaltigen Laden entwickelt, innenarchitektonisch, sodass kein Müll entsteht. Und ein Bewerber aus im Kongo, der ist von seinem Dorf ohne Elektrizität, der hat sich mit Materialien beschäftigt, das hat ihn irgendwie fasziniert seit der Kindheit, natürliche Materialien, ist einen Tag lang zum Internetcafé gelaufen, hat dort seine Bewerbung angefangen, hat dort in dem Dorf gepennt, also geschlafen auf dem Boden, hat am zweiten Tag mit der zweiten Stunde Internetcafé-Geld seine Bewerbung abgeschickt, ist dann unter 2000 Bewerbern, die sich bei uns beworben haben aus über 100 Ländern, ausgewählt worden als einer der 20, ist dann mit Rucksack los, das erste Mal Richtung Bus, das erste Mal Richtung Stadt, das erste Mal im Flieger, damals nach Europa und hat dann 10 Wochen lang mit anderen Leuten an diesem Thema gearbeitet, die zum Teil eine Harvard-Ausbildung hatten oder aus Shenzhen Tech-Innovatoren waren. Und die Idee war, was sich gezeigt hat, dass wenn ganz unterschiedliche Perspektiven von Menschen, die alle die gleiche Begeisterung haben, zusammenkommen, dann entsteht Neues. Ja, und jetzt sind wir schon bei der Überleitung zu dem großartigen Buch, weil das hat uns hier geleitet, als wir uns kennengelernt haben und zum ersten Mal zusammensaßen, wollten wir einen Dschungel bauen, du erinnerst dich, wir haben sozusagen alle neue Weltmenschen aus deinem Kosmos, denen haben wir ein Tier zugeordnet und dann haben wir, nachdem wir uns sehr erfreut haben an dieser Buchidee, haben wir sie dann wieder in die Tonne getreten, weil wir es dann doch zu albern fanden. Am Ende, und deswegen haben wir das gemacht hier, und das, Sie sehen, das ist eine Weltkarte, und auf dieser Weltkarte können Sie sich als Akteur, Akteurin eintragen mit einem Projekt, mit einer Idee, und wir haben sozusagen den Gag des Buches, verrate ich jetzt gleich, das ist eine leere Weltkarte. Da können Sie am Schluss, wenn Sie es gelesen haben, sich selbst und Freunde und Bekannte eintragen. Und diese Idee, die neue Welt zu nennen, war eigentlich dann der Punkt, aus deinem Kosmos weltweit Akteure zu finden, die mit einer ganz bestimmten Botschaft sozusagen in die Welt getreten sind oder auch aus der Welt herausgetreten sind. Und vielleicht schauen wir uns mal 2 Beispiele näher an und du erzählst ein bisschen drüber. Der Opener in dem Buch ist Niall Dunn, ein ehemalig sehr erfolgreicher CEO aus Großbritannien. Und der hat sich zu einem mutigen Schritt entschieden. Und erzähl doch mal, damit wir so ein bisschen Gefühl kriegen, was das für Geschichten, was das für Menschen sind, die in dem Buch vorkommen. Mache ich super gern. Darf ich noch eine Sache vorschieben? Gerne. Weil was mir so wahnsinnig viel Freude an diesem großartigen Verlagsleiter, Peter Felixberger, gemacht hat, mit dem ich wunderbar tolle konzeptionelle Gespräche hatte, ist, dass uns beide was umgetrieben hat und nicht nur uns beide, sondern wirklich ein wachsendes Team von Leuten, die dann dieses Buch ermöglicht haben. Und es war, dass wir das Gefühl haben, dass durch die letzten Jahre, durch die Pandemie,
durch die Klimakrise, durch das, was wir jetzt mit dem Krieg sehen, obwohl wir nicht drüber reden wollten, peripher geht es in dem Buch da eigentlich direkt darum, ja, das Gefühl haben, dass mehr und mehr Menschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe das Gefühl, mehr und mehr Menschen um mich herum fühlen sich machtlos. Können Sie das teilen? Kennen Sie solche Menschen? Da ist eine, zum Teil sogar eine Hoffnungslosigkeit. Ich finde, am einfachsten merkt man es bei Teenagern oder bei jungen Menschen, wo wirklich eine Traurigkeit auch da ist. Aber es ist so dieses Thema, egal was ich eigentlich mache, auch wenn ich jetzt weniger Fleisch esse, bringt ja eh nichts. Ja, oder wenn ich jetzt eine geflüchtete Familie unterstütze, wird den Krieg auch nicht stoppen. Oder wenn ich jetzt anfange, vielleicht einem Menschen, der obdachlos ist, zu helfen, werde ich den sozialen Wandel bei uns auch nicht aufhalten können. Also das Gefühl, egal was ich mache, es bringt eigentlich nichts. Und was uns beschäftigt hat, ist, dass wir sagen, auch da findet eine Ausspaltung statt, weil es gibt mehr und mehr Menschen, die das Gefühl haben, machtlos zu sein. Und auf der anderen Seite, durch das große Glück meiner Arbeit, verbringe ich ganz viel Zeit mit Menschen, die wahnsinnig was auf die Straße bringen. Ich habe hier ein paar, die ich kenne, die hier im Publikum sitzen, die fantastische Dinge machen. Ganz egal, wie alt, jung, wieder reich, arm, gut ausgebildet oder nicht sie sind, sondern weil sie einfach mutig losgehen. Und wir wollten ein Buch schreiben, wo wir zeigen, dass es ganz viele von denen gibt und dass jeder die Chance hat, diese eigene Ohnmacht zu überwinden und selber tätig zu werden. So, ja, jetzt ergänze ich doch auch was, weil wenn wir schon um Motivationen reden, unser Verlag ging es, wir machen eigentlich immer Bücher, wo wir positiv, konstruktiv Menschen versorgen wollen mit Wissen, Know-how, Werkzeugen und so weiter, damit die das irgendwie besser hinkriegen alles. Und das, was uns auch so genervt hat die letzten 2 Jahre, war, dass medial eigentlich unsere Bücher immer weniger stattgefunden haben, weil man hat sich eigentlich mit diesem positiv-konstruktiven auch immer weniger auseinandergesetzt. Und ich habe heute Mittag mal aus Spaß geguckt, tagesschau.de, Internet, die ersten 25 Erwähnungen in Form von Nachrichten und so weiter, sind alles 25 Pandemie, Krieg, Zerstörung. Es kommt überhaupt kein positiv, konstruktiver Mensch, Idee, Plan vor mir. Und das, glaube ich, macht mit uns allen was. Und deswegen waren wir so dankbar, dass wir die Möglichkeit hier hatten, das zu tun, zusammen, dass wir mal diese neue Welt, die sicherlich etwas anmaßend neue Welt heißt, aber gut, das ist halt ein Buchtitel, auch zeigen können. Auch dafür jetzt mal in öffentlicher Runde herzlichen Dank. Aber jetzt zu dem Niall dann. Ja, Niall, weil wir wollten natürlich ganz verschiedene Menschen der neuen Welt zu Wort kommen lassen. Und Niall ist ein Bekannter, den ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Als ich ihn kennengelernt habe, war er Vorstand von, kann man sagen, von der British Telecom. Einer der jüngsten mit Anfang 40, wahnsinnig viel Macht, viel Geld, wahnsinnig viele Leute, die zu ihm aufgeschaut haben. Und er ist extrem gut aussehend, schöner Mann. Als ich ihn das nächste Mal getroffen habe, war er schon ziemlich zerknirscht. Und als ich ihn das nächste Mal drauf gesehen habe, hat er gesagt, also ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich bin aufgestanden, habe gekündigt und bin gegangen. Weil mich das mit dem ganzen Mikroplastik, das treibt mich total um, das Mikroplastik in den Meeren. Na, also ich bin Wassersportler und so weiter, das macht mich fertig. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich habe da so ein paar verrückte Wissenschaftler kennengelernt und denen helfe ich jetzt. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Das heißt, er ist wirklich eines Tages aufgestanden, hat das ganze Thema liegen gelassen, hat gesagt, ich gehe dem, Thema nach, was mich umtreibt, hat sich mit den Wissenschaftlern zusammengetan, hat versucht, Geld zu organisieren, hat ein Startup gegründet, was Polymateria heißt, großartig ist und mittlerweile da sein neues Zuhause gefunden. Und die Frage, die mich da umgetrieben hat dabei oder die uns umgetrieben hat, ist nicht, boah, der Niall ist aber ein Mutiger und ist der einmalig und ein moderner Held, sondern dass es ganz viele von diesen Niles gibt. Ja, und es gibt immer noch die Geschichte von, ich muss immer besser und toller und bis ich irgendwann mal ganz oben bin und CEO. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die heute aufstehen und ihrer Begeisterung folgen. Und ich bin dann mit dem Niall dem mal nachgegangen und wir hatten so einen lustigen Moment, weil wir zusammen in Davos waren.
wo er, Davos ist eine Konferenz und da geht es immer so darum, die Wichtigen kriegen mehr und die nicht so Wichtigen weniger. Und er war vorher wichtig und auf einmal war er bei mir, nämlich den nicht so Wichtigen. Das heißt, wir mussten früh morgens durch den Schnee stapfen, während die anderen mit dem Auto gefahren wurden. Und ihm hat es total Spaß gemacht. Und das Thema, was dahinter stand, war, dass er erzählt hat, weißt du, die Veränderung in der Arbeitswelt, die ist so schnell, die ist so groß, sicher bedeutet heute eh nicht mehr sicher. Sich auf den Lorbeeren oder dem Status ausruhen zu wollen, das kannst du eh vergessen. Deshalb ist es auch immer einfacher möglich, seinem eigenen Herz zu folgen. Und dafür, das hat den Neil zu einem der Protagonisten gemacht, der im Endeffekt eben nicht das tut, was man vorher gedacht hatte, was normal ist, aber in der neuen Welt eigentlich total normal ist. Nämlich immer mal wieder was Neues zu probieren und dem zu folgen, was wirklich wichtig ist, nämlich seiner Begeisterung und seinem Sinn. Jetzt, wenn man auf die Karte guckt, dann ist man irgendwie relativ schnell erstaunt, dass die neue Welt in USA, in Afrika, in Asien stattfindet, aber wenig in Deutschland. Kleines Intermezzo. Wie siehst du diese Problematik? Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Deutschland, Europa, nennen wir es ruhig beim Namen der Westen. Was ist die Programmierung des Westens in Richtung dieser Themen aus deiner Sicht? Na, ich glaube, eine der Herausforderungen ist, dass es so den Westen vielleicht gar nicht mehr so gibt, weil wir so auseinanderfallen in unsere verschiedenen, ne, gerade vorher ging es um Marie Le Pen und Macron, egal wo wir hinschauen, es findet ja eine Polarisierung statt. Und insofern gibt es, glaube ich, so das eine Kulturgebiet gar nicht mehr so. Und ich will jetzt auch nicht zur klassischen Deutschlandkritik ausufern, weil nochmal, wenn ich mir anschaue, ich weiß nicht, wer von Ihnen während den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs mal am Hauptbahnhof in Berlin war. Ich war eine Nacht und einen Tag mal da, war großartig zu sehen, wie viele Menschen da waren, geholfen haben, Sandwiches vorbeigebracht haben, Jacken vorbeigebracht haben. Es waren Tausende von Leuten, die geholfen haben. Und es mit einer Warmherzigkeit, da kommen mir kaum fast die Tränen in die Augen. Es ist okay, dass wir jetzt in den Zeitungen lesen, dass damit auch Gewalttaten verübt wurden, dass junge Frauen abgegriffen wurden und so weiter. Aber es findet auch in Deutschland wahnsinnig viel positives Handeln statt. Insofern glaube ich nicht, dass Deutschland per se schlechter oder besser ist. Aber was ich spannend finde, ist, dass das Thema von welche Rolle spielt Unternehmertum für unsere Zukunft? Dass das natürlich in einem Land, was sehr stark getrieben ist durch große Firmen und durch einen größeren Mittelstand, natürlich ein bisschen langsamer ist als andere Länder, die entweder sehr in der Entwicklung noch sind, wie Südostasien, Asien, Lateinamerika oder Afrika, oder Länder, die halt sehr unternehmerisch geprägt sind, wie Amerika, die ganz andere Probleme haben. Aber sage ich mal so, dieses Thema zu sagen, was kann ich tun, wo kann ich Teil der Lösung sein? Das würde ich mir natürlich bei uns ein bisschen mehr wünschen. Also ich finde super, dass wir jetzt alle wahrscheinlich 10 Gründe runter diskutieren und beten können, warum die Energiewende extrem schwierig ist und warum die Energiewende noch lange dauern wird. Aber ich fände es genauso spannend zu sagen, wie können wir jetzt loslegen mit den Wärmepumpen? Wie viele Wärmepumpen kriegen wir 2022 eigentlich eingebaut? Und wie viele Solarzellen kriegen wir 2022 eigentlich alle auf unsere Balkone? Weil die Firmen 2022, man weiß ja, Zeiten, Timing war noch nie meine Stärke, weil die Firmen dafür gibt es, aber wir setzen es nicht unbedingt um. Und da glaube ich, bin ich grundsätzlich positiv, da reden wir vielleicht noch drüber, weil das ganze Thema, was früher mal Sozialunternehmertum hieß, sind heute die Zebras und ich sehe so viele tolle junge Leute, die mit Hammerideen und Mut nach vorne gehen, aber so im Diskurs in Deutschland, glaube ich, könnten wir ein bisschen mehr in Richtung Lösung und ein bisschen weniger in Richtung Analyse gehen manchmal. Ich würde an dem Punkt doch mal ein bisschen tiefer gehen wollen, denn die Frage ist, Unternehmertum heißt kleine Lösungen, heißt Ideen, heißt im kleinen starten, etwas entwickeln, Raum kriegen, Energie, Kreativität ausleben, entwickeln können. Wir machen gerade ein Buch mit drei jungen Unternehmern, die sind die erfolgreichsten Spieleentwickler der letzten 20 Jahre in Deutschland. Die erfolgreichsten haben für einen dreistelligen Millionenbetrag gerade ihr Unternehmen verkauft. Und als die begonnen haben, sind sie zur
die sind aus einer Stadt im Schwäbischen, gingen, wie sich das gehört, zur Sparkasse. Bei der Sparkasse gab es den Darlehensberater. Der Darlehensberater hat nach Prüfung der Unterlagen, die vielleicht nicht ganz so ausführlich korrekt und sowieso waren, entschieden, dass diese Firma kein Darlehen bekommt. Und die haben sich dann, längere Geschichte, dann durchgebissen und sind ohne Investments von Banken, von institutionellen Investoren und so weiter, haben die diese Firma aufgebaut und jetzt für einen Mega-Monster-Betrag verkauft. Und sie haben gesagt, sie haben eine WG, sie haben geschlafen im Wohnzimmer, Tag und Nacht gearbeitet. Sie haben dieses Unternehmerische gelebt, aber eigentlich im Kontakt mit der Bürokratie, mit dem sagen Institutionellen, waren sie eigentlich Verlierer. Ist das nicht typisch deutsch oder? Zum Teil ist es sicherlich typisch deutsch, aber die Frage ist ja, wer entscheidet, was typisch deutsch ist? Also das können wir ja machen. Und vielleicht so zwei Gegenreflexionen. Also wir haben ja eine Geschichte geschrieben, die heißt, halt, die neue Welt hat ein Beginners-Mindset, also den Anfängergeist. Und was ich daran so schön fand, ist, dass ja jede Stärke auch eine Schwäche hat. Und es gibt einen tollen Zen-Meister, der hat den Spruch gesagt, der Experte hat nur wenig Möglichkeiten, der Anfänger ganz viele. Mhm. Ja? Und wir sind halt ein Expertenland, ist ja klar. Ne? Wir können ganz viele Sachen ganz gut. Und damit sind natürlich aber die Möglichkeiten ein bisschen geringer. Und in einer Welt, in der klar ist, wo grob die Richtung hingeht, ist es, glaube ich, toll, ein Experte zu sein. In einer Welt, in der wir jetzt leben, die so von Monat zu Monat sich ändert und disruptiv ist, ist der Experte nicht mehr wirklich gefragt, weil Wissen gibt es im Internet und ansonsten müssen wir uns alle ständig neu erfinden. Und ich glaube, das ist so ein Thema Mindset, eine Geschichte, an der wir alle arbeiten müssen. Das ist die eine Sache, die mir einfällt, aber auch um aus dem nicht nur negativen, sondern auch um ein positives Beispiel zu geben. Wir arbeiten jetzt mit einer Sparkasse zusammen, das erste Mal. Und die Sparkasse einer mittelgroßen deutschen Stadt kam auf uns zu und gesagt, wir haben ein Problem. Durch Corona schmiert uns die Innenstadt ab. Wir sind eine lokale Sparkasse. Wer ist bei uns Kunde, Geschäftskunde? Alle lokalen Geschäfte. Was passiert, wenn es denen nicht gut geht? Dann geht es uns nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Und haben jetzt uns gebeten, ein Ökosystem zu entwickeln, also zu sagen, wie schaffen wir es das denn, dass all diese Firmen, die in dieser Stadt aktiv sind, mal anfangen, miteinander darüber zu reden, was sie gemeinsam tun können, dass vielleicht die Bürger mal wieder in die Innenstadt gehen, anstatt bei Amazon zu bestellen. Mhm. Und die Sparkasse finanziert es, also bezahlt uns. Wir sagen, wenn die ihren Job gut machen, dann haben wir noch Kunden. Ansonsten wissen wir nicht, ob wir noch Kunden haben in 5 Jahren. Finde ich eigentlich ganz erstaunlich. Ja, wir sind Menschen, die dazu aufrufen, nicht bei Amazon zu bestellen, von Grund auf sympathisch. Also von daher. In dem Buch gibt es ja einige Beispiele, vielleicht auch mehrere, die sich mit dem kleinteiligen, kleinräumigen von Bildung auch beschäftigen. Und The Do hat ja auch eine The Do School. Und da geht es um Lernprogramme, da geht es um Bildungsprogramme. Und es gibt eine Geschichte mit einer Frau in Indien, glaube ich, die wunderbar zeigt, wie dieses kleinteilig, kleinräumige Gestalt findet. Jeden Tag auf eine sehr verblüffende Art und Weise vielleicht. Magst du die Geschichte kurz erzählen? Ja, das muss ich auch sagen, ist eine meiner Lieblingsgeschichten, einfach weil sie mir an Tagen, an denen es bei mir ein bisschen schwerer geht, auch hilft. Weil ich merke, an Tagen, an denen es bei mir ein bisschen schwerer geht, habe ich das Gefühl, die Komplexität ist so groß und ich kann mir jetzt einreden, dass ich versuche, möglichst viel zu machen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, aber wird es denn wirklich was reichen? Und da erinnere ich mich immer an Schupangi. Schupangi war bei uns eine Stipendiatin in einem unserer Stipendienprogramme. Und in Indien, ich weiß nicht, wie gut sich mit Indien auskennen, Indien hat eine extrem große Population von Straßenkindern. Also vor der Pandemie waren es so geschätzt um die 18 bis 20 Millionen, nach der Pandemie sind es noch um einiges mehr. Und die indische Regierung hat sehr viel Geld da reingesteckt, zu gucken, dass die Schulkinder, die auf der Straße leben, also Straßenkinder im Schulalter, dass sie in die Schulen kommen. Und hatte damit null Erfolg, weil es hieß, war ja klar, wenn ein Kind statt zu arbeiten in die Schule geht, hat es nichts zu essen. Und Schupangi, damals Ende 20, hat sich mit ein paar Freunden zusammengetan, hat gesagt,
Naja, also alles mega kompliziert und komplex und ganz viele Leute, die da eigentlich verantwortlich sind, aber es ist doch eigentlich einfach, wenn die Kinder nicht in die Schule kommen, warum kommt denn die Schule nicht zu ihnen? Und hat eine Schule aufgezogen, die an den Arbeitsplätzen der Straßenkinder stattgefunden hat. Und in dem Buch erzähle ich, wie ich mitgegangen bin, einmal mitten in Mumbai in einer der größten Straßenkreuzungen, wo es ein Rondell gab in der Mitte, Rasen, Riesenlärm, Rikschas, Autos, Höllenalarm. Und um Punkt 11 Uhr waren auf einmal 50 Kids zwischen 7 und 11 Jahren da. Super gestriegelt, super fit, lächelnd und haben 90 Minuten Schule gemacht. 90 Minuten Schule gemacht, gelernt, weg waren sie, zurück bei der Arbeit. Und dieses Thema zu sagen, wie gehe ich an ein Problem, das eine große Schwere hat, ja, eine Riesengruppe von Kindern, denen wir die Zukunft nicht ermöglichen können, und begegne der mit Leichtigkeit, indem ich sage, dann komme ich doch zu Ihnen. Das finde ich ein total schönes Bild. Und das ist eben in der Komplexität einfach losgehen und machen, im kleinen Rahmen zu tun, was man kann, hat Magie. Ja, finde ich auch, was auch in dem Text sehr gut rüberkommt, dieser Moment, wo sie sozusagen lernen in diesem Straßenlärm und dann plötzlich, husch, waren sie wieder alle weg. Und sehr beeindruckende Szene in dem Buch. Ich würde nochmal gern auf deine persönliche Motivation kommen. Jetzt kann man sagen, ihr seid eine Organisation, ihr macht Bildungsprogramme, Lernprogramme für Unternehmen, ihr habt eine sehr, sag ich mal, untypische Art und Weise, wie ihr an Problemlösungen rangeht. Wir haben vorher darüber gesprochen, am Anfang habt ihr sehr viele Perspektiven, unterschiedliche Leute zugelassen. Das hat sich geändert, professionalisiert. Wie ist du heute? Ist es immer noch dieser Grundgedanke? Wie ist das heute ausgeprägt? Also die Vision ist immer noch die gleiche und die Art der positiven Wut, würde ich mal sagen, ist immer noch die gleiche. Nämlich der Glauben, dass Wirtschaft Teil einer positiven Zukunft sein kann und dass Wirtschaft nicht bedeuten muss, nur kurzfristige Shareholder-Value, sondern auch bedeuten kann, jeder kann super Geld verdienen und trotzdem können wir damit was Gutes für die Gesellschaft und unseren Planeten tun. Das ist immer noch gleich. Was sich mittlerweile gedreht hat, ist natürlich, dass die Organisation auf einmal eine Organisation ist mit Menschen und HR und Admin und Legal und so Zeug und jede Menge Leute da arbeiten, von denen ich keine Ahnung mehr habe, was sie familiär so machen, und wenn ich frage, dann sagt mir jemand, dass das vielleicht nicht okay ist zu fragen oder so diese Geschichten. Und also die Organisation wächst und sie macht mittlerweile einfach viel mehr tolle Dinge. Und diese tollen Dinge beschäftigen sich mit der Frage, wie kann man mehr und mehr Menschen befähigen, wirklich Teil dieser neuen Wirtschaft zu sein, und wie kann man vor allem die Firmen, die jetzt die Macht haben, die jetzt in der Lage sind, was zu drehen, wie kann man denen helfen, ihre Veränderungen, wo sie tollerweise alle eh auf dem Weg sind, da kann man jetzt zynisch sein und sagen, sie meint es nicht ernst oder so, aber ich verbringe die Zeit mit sehr viel mächtigen Leuten, die alle eigentlich wollen und frustriert sind, dass es nicht schneller geht. Und denen zu helfen, dass es ein bisschen schneller geht, das ist, finde ich, ein wertvoller Beitrag. Wie würdest du sagen, du hast ja auch sehr viel mit CEOs von großen Konzernen, von großen Unternehmen zu tun. Wie würdest du es beschreiben? Hat sich da tatsächlich was verändert in den letzten Jahren? Ich weiß, das ist jetzt eine etwas indiskrete Frage, weil ihr ja auch davon leben müsst, mit denen zu arbeiten. Aber vielleicht willst du mal schildern, hat sich tatsächlich was verändert oder haben wir... Oder siehst du auch ein Mehrwerden an Greenwashing, Social Washing, all diese, sag ich mal, PR-getriebenen Feigenblättchen, Projekten und Ideen, die in großen Unternehmen verwirklicht werden? Ja, und überhaupt keine problematische Frage. Das ist, in dem Bereich bin ich ausnahmsweise total optimistisch. Weil ich in den ersten Jahren, als es uns gab, da gab es auch außer uns noch niemand so richtig, der sich mit dem Thema Sinn und Purpose in der Wirtschaft beschäftigt hat. Da war ich eigentlich hauptsächlich, sage ich mal, der Clown, der eingeladen wurde, eine Rede zu geben oder vielleicht mal ein Innovationsprogramm oder sowas zu machen. Und cool, so die jungen Wilden, und die sind ja auch ganz lustig. Und das Business hat aber anderswo stattgefunden. Und in den letzten Jahren habe ich da einen massiven Wandel wahrgenommen, aus verschiedenen Quellen her, zum einen über die Investorenseite, zum anderen über die Konsumentenseite, aber ehrlich gesagt auch über die, glaube ich schon, die persönliche Verantwortungsebene von vielen Führungskräften, die sagen, sie wissen, dass ihre
Arbeit und Ihre Firma einen direkten Beitrag zum Klimawandel oder weiterer Klimaverschlimmung der Klimakrise hat, dass die Thema soziale Aufspaltung, dass das Thema Zukunftsfähigkeit von, wenn wir jetzt hier sind, Europa, bei Ihnen entschieden wird, in Ihrer Generation. Und dass viele sehr viel mutiger handeln wollen, als ihre Investoren oder Shareholder Ihnen vielleicht sie dafür drängen würden. Also da sehe ich schon echt eine positive Entwicklung. Ich fand die letzten Jahre zum Beispiel, dass die Leute in der Wirtschaft mutiger waren als die Leute in der Politik, mit denen ich gesprochen habe, dass da mehr passiert. Die Frage ist halt zwischen ich will und es passiert was, das ist die Herausforderung. Und das ist ja das, was uns mit The Do umtreibt, wie komme ich aus dem Plan und der Strategie ins tatsächliche Tun. Und da sind wir halt zum Teil nicht so schnell, wie wir sein müssen, beziehungsweise wir sind viel zu langsam. Ja. Ihr seid ja auch global aktiv in vielen Ländern und habt ja auch entsprechend Büro- oder Firmensitze in anderen Ländern, zum Beispiel in Hongkong. Und mir fiel das auf in dem Gespräch bei unserer Berliner Buchpräsentation mit eurer Büro- oder Firmenleiterin in Hongkong. Inwieweit spielen politische Prozesse, Veränderungsprozesse in solchen Ländern rein in eure Arbeit? Seid ihr damit ein Stück weit limitiert, begrenzt in der Arbeit? Könnt ihr auf solche Dinge reagieren? Wie frei seid ihr dann noch in der Arbeit? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also Hongkong ist natürlich eine besondere Situation. Also auf der einen Seite gibt es die politische Herausforderung, Covid kriegt man im Moment gar nicht mit. Ganz Shanghai ist immer noch im Lockdown, Beijing geht jetzt in Lockdown. Na, also da gibt es Leute, die nichts zu essen haben in Shanghai, weil sie nichts eingekauft haben. Das heißt, diese ganze Region ist brutal unter Druck. Aus der Demokratiebewegung in Hongkong natürlich sowieso eine Riesenherausforderung jetzt. Wir haben da ehrlich gesagt in unserer Arbeit, obwohl wir sowohl in der sozialen Innovation mit Unternehmerinnen, aber auch mit Firmen im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten und in der Bildung, das ist ehrlich gesagt für uns okay, weil obwohl es, also sage ich mal, wenn wir uns jetzt als Demokratie-NGO in Hongkong positionieren würden, dann hätten wir eine Herausforderung. Aber in Asien ist das Thema Nachhaltigkeit, das Thema, wie können wir diesen großen Wachstum von Städten, von Menschen, die immer mehr werden, in Einklang bringen mit der Natur, noch sehr viel dringender als bei uns. Und wir haben jetzt zum Beispiel tollerweise, sage ich mal, und oute mich hier, eine Koalition, wo auch Leute, die sich mit Umwelt beschäftigen, mit dabei sind. Aber wir reden jetzt schon eine ganze Weile über, was passiert mit Elektroautos. Ich war in, ich weiß noch, 20, oh, Peter, du weißt es besser, aber ich glaube 2017 war ich in Shenzhen und habe den Bürgermeister getroffen mit lauter alten Taxis und er hat gesagt, schön, dass Sie hier sind, wenn Sie das nächste Mal hier sind, sind hier nur noch Elektroautos unterwegs. Und ich sagte, das glaube ich nicht, weil ich bin 4 Monaten wieder her. Und, ja. Und ich kam nach 4 Monaten wieder und damals waren schon innerhalb von 4 Monaten 90% aller Busse und Taxis waren Elektro. Ja, das wurde gemacht. Da wurde nicht groß drüber debattiert und auch nicht jetzt erstmal ein BMW 7er oder was er ist, erstmal neue Riesenlimousine gebaut, sondern die Taxis wurden mal ausgetauscht. Jetzt muss ich doch wieder auf dieses Thema kommen mit Deutschland. Ich weiß, ich habe da irgendwie so einen Dreher im Kopf, aber wir bilden ja meistens dann erstmal eine Arbeitsgruppe, die 2 Jahre tagt, dann ein Papier vorbereitet, das nochmal 3 Jahre gewendet wird. Ist unsere Bürokratiekultur eigentlich noch kompatibel mit dem, was wir brauchen? The Do, dieses schnelle, innovative, digitale Veränderung im Sinne von wir schaffen die Probleme, die uns wirklich bedrohen, tatsächlich in einen Lösungshorizont. Ich rette mich in die Protagonistenerklärung. Ja, es gibt das. Nämlich eine Hammerfrau, eine Argentinierin, Pia Mancini heißt die, und die hat in Argentinien die erste Netzpartei gegründet, war damit auch erfolgreich, also wo sie durchgesetzt hat, dass alle Vorlagen im Internet von allen Bürgern entschieden werden können. Und die hat jetzt eine neue Organisation gegründet, mit der sie sagt, es geht nicht nur darum, dass wir die Bürokratie verändern müssen. Und ich glaube, da hat Deutschland, das wissen wir alle, einen riesen Nachholbedarf. Also wenn man sich anschaut, Länder wie Estland oder so, die innerhalb von 30 Jahren von einer Sowjetrepublik zu alles One-Stop-Digital, wenn ich einmal meinen Geburtstag eingegeben habe, fragt mich nie mehr ein Amt oder irgendein öffentlicher Akteur nach meinem Geburtstag. Das ist immer da
auf meiner Chipkarte, da ist auch mein Zeugnis, da ist mein Führerschein, da ist alles drauf, die klebe ich rein und gut ist. Also da gibt es Beispiele, wo das viel besser läuft. Pia will noch viel weitergehen, die hat nämlich gesagt, Firmen, so ein Quatsch, in der neuen Welt interessieren Menschen doch nicht mehr Firmen. Wir kommen zusammen, wir machen was, wir wollen ein Projekt, wir gehen weiter, wir machen das Nächste. Wenn ich dafür jedes Mal eine Rechtseinheit formen muss, dann bin ich doch wahnsinnig. Deshalb machen wir Folgendes. Wir werden zum rechtlichen Sponsor aller Menschen, die was machen wollen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt während der Pandemie in New York Leuten helfen, die nichts zu essen haben, dann könnt ihr Spenden geben, aber ihr müsst dafür nicht erst einen Verein oder eine Stiftung gründen, ihr macht das einfach über uns. Und wir kanalisieren 100% der Eingänge direkt weiter. Das heißt, es braucht keinen Steuerberater mehr, es braucht keine Rechtsform mehr, es braucht keine Firma mehr, es braucht kein Bankkonto mehr. Die hat letztes Jahr mit der Plattform, es war das zweite Jahr, das war, ich glaube, 40 Millionen Dollar umgesetzt. Also wird es in der Zukunft noch Firmen geben oder Stiftungen oder Vereine? Brauchen wir dann überhaupt noch Bürokratie? Finde ich super spannend. Kurzer Werbeblock zum Buch. Diese und viele andere Geschichten finden Sie in diesem außergewöhnlichen Buch, Werbeblock zu Ende. Und jetzt kommt zur Publikumsbefragung. Lieber Stefan, Sie haben heute die einmalige Möglichkeit, Florian Hoffmann die Frage zu stellen, die Sie ihm schon seit Jahren stellen wollen. Oder auch an diesem Abend in Ihnen gereift ist. Zögern Sie nicht, Sie haben jetzt die Chance. Da hinten sehe ich gleich eine, wunderbar. Die erste ist die schwerste. Besonderes Lob, danke. Ich würde das Mikro behalten und Sie sprechen einfach. Ja, wunderbar, also vielen Dank erstmal für diese spannende Einführung. Ich finde, es macht Vorfreude auf das Buch auf jeden Fall, das zu lesen. Ich habe tatsächlich sogar zwei Fragen, wenn es in Ordnung ist. Und zwar, ich finde es wirklich super spannend, zum Beispiel die Geschichte mit der Schule, also im Endeffekt, ja, kann man auch sagen, ein logistisches Problem so gelöst zu kriegen, mit einem einfachen Gedanken. Und es sind ja auch alles, was Sie beschreiben, sehr so technisch, logistische, mechanische Sachen. Also wenn wir jetzt über Umwelt sprechen, über Digitalisierung. Mich interessiert, ob Sie auch ja, soziale Probleme, also wirklich gesellschaftliche Probleme auch sozusagen in der Form irgendwelche Lösungen haben oder irgendwelche Geschichten, zum Beispiel also wirklich Themen wie Radikalisierung oder irgendwie ja, gesellschaftliche Probleme wie Antisemitismus, Rassismus, ich sag mal so, das ist, wenn man auch da sagt, da ist es ist hochkomplex alles, aber dass man da irgendwie so eine einfache Lösung findet. Und die zweite Frage, nur rein interessenshalber, Sie haben angesprochen, dass Sie auch Stipendienprogramme anbieten. Ist das was für Studenten oder für Unternehmer oder wie kann man sich das vorstellen? Vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank. Möchten Sie kurz sagen, wer Sie sind, wie Sie heißen und was Sie machen? Ja, ich bin Irene Mitzriska, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Super. Cool. Stipendienprogramme machen wir für junge Unternehmer, Early Stage, also von der Idee from Idea to Action. Das heißt, wenn Sie, du eine coole Idee haben, bewerben, immer nach Themen und dann Unternehmen launchen, egal ob For-Profit oder Not-For-Profit, herzlich eingeladen. TheDo.World, da gibt es die Ausschreibung. Und es gibt ein paar andere tolle Menschen hier, die auch noch Stipendienprogramme anbieten, hier sehe ich heute Abend. Zur ersten Frage, ja, also es sind auch Geschichten im Buch, wow, das Mikrofon ist total anders, ich hoffe, ihr, sie hört mich trotzdem, ja, komisch. Es gibt auch Geschichten zu Aktivismus und auch zu sozialen Herausforderungen. Was ich vielleicht, die Geschichte, die ich teile, ist die Abschlussgeschichte mit einer Frau, mit einer jungen Frau, die mich sehr berührt, die heißt Slater. Und Slater war oder ist Umweltaktivistin. Und was an Slater besonders ist, ist, dass die 2015, als sie selber ein junger Teenager war, durfte sie das erste Mal als Kind auf die UNO-Konferenz nach Kyoto, war das damals, und hat angefangen, weil sie Eltern hatte, die Filmemacher waren, hat sie angefangen, ihre Videokamera mitzunehmen und hat dann über, ich glaube, 15 Jahre, 15 Jahre lang hat sie einen Dokumentarfilm gedreht. Und der kam letztes Jahr raus, der heißt Youth Unstoppable.
und hat im Endeffekt die erste Dokumentation der Entwicklung der Jugendbewegung gedreht. Das ist ein großartiger Film. Wer den noch nicht gesehen hat, kann ich wärmstens empfehlen. Und in der Zeit, in der ich mit Slater darüber gesprochen habe, hat sie natürlich erzählt von der Wut, der Bitterkeit über die Erwachsenen, was jetzt so eine Greta von uns allen denkt und so weiter. Und das Spannende für mich eigentlich war aber am Schluss, dass sie gesagt hat, ihr geht es eigentlich heute nicht mehr darum zu sagen, wie kann ich jemanden die Fehler vorwerfen, das ist auch immer noch wichtig und da muss auch jede Menge Arbeit gemacht werden, um weitere Transparenz herzustellen, sondern was sie sagt, was sie jetzt umtreibt mit Anfang 30, ist, wie kann sie Menschen die Schönheit der Erde wieder nahe bringen, also dass sich Menschen in die Erde verlieben und wie können wir eigentlich über diese riesigen Graben, die uns teilen, eigentlich anfangen, wieder miteinander zu reden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet in puncto, wie kann man pragmatisch Aktivismus machen. Das sind verschiedene Geschichten im Buch. Aber was ich eben spannend fand, war, dass sich auch Aktivisten eigentlich heute mit der Frage beschäftigen, nicht nur, wie kann ich weiter radikalisieren, sondern wie kann ich eigentlich wieder verbinden. Weil das Thema, welche Geschichten verbinden uns, ist vielleicht für mich, finde ich, eigentlich der schwierigsten Fragen unserer Zeit. Wir leben in einer Welt, in der alle Geschichten, die wir konsumieren, auf unsere Präferenzen zugeschnitten sind und uns per se voneinander unterscheiden und trennen. Wie können wir es schaffen? Also erstmal riesen Dankeschön, dass du 2 Wochen mit deinem Freund gequatscht hast und gestritten hast, weil selbst das Thema Streitkultur fällt uns ja extrem schwer. Also wie können wir das wieder mehr machen? Ist das so in Ordnung? Ihr könnt ja dann im informellen Teil danach nochmal tiefer einsteigen und auch Bewerbungen abgeben eventuell. Ja, Sie sind heute zögerlich, Sie sind wahrscheinlich erschlagen von den, wunderbar, von der Tiefe und der Vielfalt der Themen. Jetzt haben wir die nächste Frage. Ja, ich betreue afrikanische Start-ups und ich würde gerne wissen, wie die Geldflüsse organisiert werden von dieser Argentinierin, die also ohne Bankkonto oder wie soll das Ganze laufen über Kryptowährungen, das würde ich ganz gerne genau wissen von Ihnen. Ich weiß, also cool, dass Sie das machen und danke für die Frage. Open Collective heißt die Organisation, im Buch steht mehr drüber. Ich kann Ihnen nicht genau beantworten, wie die Geldströme fließen, aber ich weiß, dass Pia ist vielfache Millionärin geworden, weil sie ganz früh in Krypto investiert hat. Das heißt, die ist auch noch Krypto-Unternehmerin, was mich sehr ärgert, weil wir zusammen am Strand saßen und sie mir erzählt hat, ich investiere jetzt in Krypto und ich gesagt habe, hä? Und sie jetzt ein sehr viel schöneres Haus hat als ich, was ich ihr sehr gönne. Aber das heißt, sie hat sich explizit mit der Frage beschäftigt, wie können die Geldströme so laufen, dass sie nicht über Western Union mit 30% Abschlag irgendwie getätigt werden müssen. Sonst geht es um das Thema Fiscal Sponsoring plus Direct Payment. Aber mehr im Detail müssen Sie sich es angucken. E-Mail kann ich weitergeben, Logo. Hier zu eurer Mitte rechts haben wir die nächste Frage. Hallo, ich arbeite im Bereich kulturelle Unternehmenstransformation und ich hätte eine Frage in Richtung neue Arbeitswelt. Und zwar, ich arbeite sehr viel mit Führungskräften zusammen bei einem großen deutschen Konzern, sehr deutsch. Und ich erlebe das immer wieder, dass wir viel machen im Bereich Kultur. Ja, da werden Workshops gemacht, Trainings, Konferenzen, you name it, alles, was halt alle anderen auch machen. Aber wenn es halt dann daran geht, wirklich die schmerzhaften Punkte anzupacken, die vielleicht auch kurzfristig schmerzhafte Konsequenzen haben, gibt es da immer so ein bisschen so eine Zurückhaltung. Und ich finde es halt sehr tragisch, weil vieles, was ihr angesprochen habt, jetzt auch in dem sozialen Bereich, setzt ja eine andere Kultur, auch eine andere Arbeitskultur voraus. Und ich habe mich gefragt, weil ich da gerade sehr frustriert bin, ich beobachte das jetzt schon länger, ob du oder ihr Beispiele habt jetzt von großen Konzernen oder vielleicht auch kleinen, ist egal, aber die wirklich ernsthaft eine Kulturtransformation in dem Unternehmen angehen. Ja, herzlichen Dank. Ich bleibe beim Du, nachdem du angefangen hast. Erstmal toll, dass du die Arbeit machst und ich glaube, dass die extrem wichtig ist. Die Arbeit Kulturtransformation in großen Unternehmen ist das, was wir hauptsächlich machen. Das heißt, ich gebe dir vielleicht 3 Aspekte. Also der erste Punkt ist,
dass ich das Gefühl habe, dass Kulturveränderung immer dann schwierig ist, wenn sie losgelöst von der Strategie oder der tatsächlichen Arbeit des Unternehmens stattfindet. Also wir machen hier Zukunft von Businessmodellen, wir machen ein bisschen Mitarbeiterschulung und dann machen wir auch noch Kulturbuhai. Da haben wir schöne Sachen und die sind völlig losgelöst und dann gehen die Leute in die alte Arbeit zurück und sollen performen und machen und tun und dann wundern wir uns, dass nichts passiert. Also das heißt, die Kulturveränderung kann nur stattfinden, wenn sie ganzheitlich gedacht wird, auch mit der Zukunft vom Business. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass wenn es jetzt zum Thema geht, okay, wie kann die Veränderung von Arbeit dabei helfen, dann ist, glaube ich, in unserer Erfahrung ist wichtig, so eine Sandwich-Taktik anzuwenden. Also zu sagen, wie kann ich unter den Menschen, die die Verantwortung haben, ganz oben eine Diskussion anfachen, die sich nicht mit dem Was machen wir beschäftigt, sondern wie machen wir es und warum machen wir es und da eine ernsthafte Auseinandersetzung. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch eine Mitarbeiterbewegung von unten, weil ich nur dann überhaupt in der Lage bin, eine Veränderung einer großen Organisation relativ schnell durchzuführen, wenn eine Bewegung entsteht, wo viele Teil der Lösung sein können. So, und das klingt jetzt irgendwie erstmal so idealtypisch schön, ist aber trotzdem verdammt schwer. Also ein Beispiel, was ich gebe, ist, wir arbeiten sehr lange schon mit H&M, einem globalen Textilkonzern, auch mit großen Herausforderungen, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. Die Art, wie so Modefirmen funktionieren, ist, es wird produziert und dann wird den Läden gesagt, wie viel sie zu verkaufen haben. Und eine Kulturtransformation, die wir gemeinsam gemacht haben mit H&M, auf die ich super stolz bin, die heißt MyStore, die kann man sich auch online anschauen. Das war das erste Mal, den Stores die Verantwortung zu übergeben, zu sagen, mit einem gewissen Teil eurer Zeit und eures Geldes könnt ihr entscheiden, warum es euren Laden noch geben sollte. Also die Frage, in der Zukunft braucht es nur noch einen Laden, wenn der relevant für seine Neighborhood ist, für seine Gemeinschaft. Und deshalb ist es nicht so, dass wir euch aus Schweden aufdoktrinieren, zu sagen, was ihr in Kapstadt ins Fenster zu stellen habt und welches T-Shirt und wie oft ihr es verkaufen müsst, sondern ihr werdet zum Unternehmer oder Intrapreneur eures Ladens. Und was wir mit MyStore gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir erwarten dann aber auch von euch, dass jeder Laden, der Lust hat mitzumachen, eine Antwort findet, warum es Umwelt, also nachhaltig oder sozial, diesen Laden gibt in der Gemeinschaft. Und da sind tolle Sachen entstanden. Da sind in Kapstadt, weil ich es genannt habe, kam raus, dass die Leute im Laden gesagt haben, es gibt für die Schüler in der Umgebung keinen Ort, wo sie ihre Hausaufgaben machen können. Wir machen den Laden auf und Schüler können da ihre Hausaufgaben machen nach der Schule. In Spanien haben sie angefangen, in Barceloneta irgendwie mit der Strandverwaltung zu arbeiten, dass da irgendwie der Strand besser gesäubert wird. In Berlin haben sie angefangen, lokale Designer auszustellen auf einem bestimmten Teil ihrer Ladenfläche. Also so die Frage, wie kann ich die Mitarbeiter Teil der Veränderung werden lassen? Das so als ein Beispiel, sonst können wir gerne nachher nochmal weiterreden. Danke für die Frage. Sehr schön. Wer traut sich noch? Gerne auch Kommentare oder Gegenrede, muss nicht eine Frage sein. Vielleicht, wenn Sie weiter überlegen, da nehme ich mir jetzt heraus, da eine Anschlussfrage zu stellen. Mir kamen jetzt da gleich so Begriffe wie Weisheit der Vielen, kollektive Intelligenz und Bottom-up und solche Dinge, die dann auch im Raum der Demokratie auch partizipativ genannt werden oder dialogische Demokratie. Haben Sie auch Erfahrungen, Projekte vielleicht sogar mit Parteien oder Verwaltungen oder vielleicht sogar mit der Exekutive, die in diese Richtung gehen? Also wir arbeiten so 2/3 mit Firmen und 1/3 mit der öffentlichen Hand und da ganz unterschiedlich. Und das kann bis zu einem Ministerium sein, was nicht in Deutschland ist, was das erste Mal die Aufgabe hatte, Fördermittel auszugeben für nachhaltige, also für Investitionen, die den Klimaschutz vorantreiben. Und es war das gleiche Ministerium, was aber für die Aufgabe, also für die Kontrolle aller Fördergelder zuständig war. Das heißt, auf einmal wurde vor einem Ministerium, was seine Bürokraten bezahlt hat, dafür zu gucken, dass kein Geld falsch ausgegeben wurde, erwartet, dass die innovative Entscheidungen treffen, in welches innovative Ökoprojekt wir jetzt unsere Kohle stecken.
Das ist so ein Beispiel von, wie muss eigentlich eine Veränderung dann in einem Ministerium stattfinden. Oder wir arbeiten ganz viel mit Städten zusammen. Also eine meiner Lieblingschallenges, die kommt auch im Buch vor, von Katharin, mit der wir damals gestartet sind, 2013, 2014 war, als Mike Bloomberg noch Bürgermeister war, gab es in New York, heute ist die Zahlen ähnlich, aber ich weiß sie nicht mehr ganz genau, 2014 waren es 8,5 Millionen Einweg-Kaffeebecher, die in New York weggeworfen wurden, pro Tag. So ein Starbucks-Kaffeebecher ist außen Papier, innen Plastik. Das heißt, wenn Sie den irgendwo hinwerfen, dann verrottet der in 450 Jahren ungefähr. Was hat New York gemacht? New York hat gesagt, wir kaufen Land in Ohio. Ja, wir packen die Becher, erstmal sammeln wir sie, dann packen wir sie in Lastwagen, dann fahren wir sie nach Ohio und dafür buddeln wir sie. Und zwar jede Woche. Warum Mike Bloomberg zu uns kam, war nicht, weil er gesagt hat, ich bin der große Umweltaktivist, obwohl er zudem dann wurde, tollerweise, sondern weil das die Stadt New York ein Heidengeld gekostet hat. Die haben praktisch eine eigene Müllabfuhr nur für Kaffeebecher gehabt. Und was wir da gemacht haben, war zu sagen, nachdem sie das Problem nicht lösen konnten, wie kriegen wir denn den Appetit auf Mehrweg-Kaffeebecher irgendwie angetrieben oder was können wir da machen? Haben eine Ausschreibung gemacht, haben sich wieder ganz viele tolle Leute aus der ganzen Welt beworben. 20 wurden genommen von Sri Lanka bis Kampala und die haben damals 2014 das erste Cup-Sharing-System erfunden. Da sind wir heute noch ganz stolz drauf. War auch super, war in allen Medien und live und Fernsehen und so weiter. Funktioniert so, ich kaufe mir, haben wir dann in Brooklyn getestet, ich kaufe mir einen Mehrweg-Kaffeebecher, kriege meinen Kaffee drin, trinke den und habe dann eigene Mülleimer, die überall in den U-Bahn-Stationen stehen und so, werfe den rein, Barcode, scannt es, wird gesäubert, geht wieder zurück in die Kaffeeläden. Super Geschichte, der Bürgermeister hat sich vorne hingestellt und gesagt, innovative Stadt New York, wir lösen das. Ja. Ist innerhalb der Test 10 Tage, damals 2014, von 2% Mehrweg-Kaffeebecher auf 25% hochgegangen. Das heißt, die Konsumenten haben alle mitgemacht, weil sie gesagt haben, super Lösung, solange ich keinen Mehrwegbecher den ganzen Tag in meinem Anzug rumtragen muss, mache ich mit. Und danach ist das Thema versandet. Vor 3 Wochen hat mich jemand von Starbucks angeschrieben, hat gesagt, wir machen es jetzt. Bis 2025 sind alle Einweg-Kaffeebecher in Amerika weg und die setzen das System um. Hat nur 9 Jahre gedauert. Ja, aber so im Punkt, mit Stadt zusammenarbeiten, macht total viel Spaß, aber ist auch eine komplexe Kiste. Ich glaube, dass viele dieser Beispiele, die in dem Buch sind, auf dieser Denkfigur der nächste Schritt basieren. Es wird nicht eine große Strategie, ein großer Plan entworfen, die große Lösung in 10 Jahren, sondern das wäre auch meine Antwort auf die New Work-Frage. Konzerne neigen zu sehr großen Strategieaufbrüchen in Richtung New Work. Dabei ist oftmals der nächste kleine Schritt, den man ausprobieren kann, etwas ausprobieren, schauen, ob es funktioniert, weitermachen, der oft hoffnungsvollere Weg. Und ich glaube, das sind auch dieses Beispiel und viele andere in dem Buch. Das wäre auch mein Appell an Sie heute Abend, wenn Sie das nicht total gelangweilt und hat und Sie es tröge fanden, ist, ich glaube, die Kernaussage, die uns am Herzen liegt mit dem Buch, ist zu sagen, es gibt nicht die eine große Lösung und es wird sie auch nicht geben, weil es einfach alles viel zu komplex ist. Aber wenn wir alle mit einem bestimmten Punkt von Mut und pragmatischer Hoffnung in unserem Rahmen das machen, was wir können und was wir wollen und was uns begeistert, dann entsteht ein Flickenteppich von tollen Lösungen. Und der wird hoffentlich zu was Großem reichen und der wird hoffentlich dazu reichen, dass unsere Enkel noch auf dieser Erde leben können. Und wenn Sie Lust haben, diese Message mit voranzutreiben, dann hat diese fantastische Frau hier vorne, die digitale Kampagne und die Bewegung von der neuen Welt leitet, eine Webseite hochgezogen, die heißt neuewelt.do, wo wir jetzt eine Weltkarte mit allen guten Lösungen sammeln, die schon da sind. Das heißt, das afrikanische Startup-Programm kann da drauf, alle Ideen, die sie haben, alle Sachen, die sie sagen, boah, der macht was richtig Cooles, die macht was richtig Cooles. Wir sammeln von jetzt bis Oktober und dann feiern wir die Besten ab in der Konferenz. Das heißt, wer immer Lust hat, da Visibilität zu schaffen, weil das Wichtige ist, es gibt so viele Menschen, die tolle Dinge machen und so wenige wissen davon. Und es kann nur eine demokratische Bewegung der vielen sein, die Zukunft gestaltet, aber wir müssen uns gegenseitig auch Geschichten erzählen von Sachen, die schon ein bisschen funktionieren. We call it das Schlusswort. Vielen Dank, lieber Florian.
Lieben Dank auch an dich, lieber Stefan, für die Einladung und für den netten Abend. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch einen informellen Teil, wenn Sie noch ein Buch signiert haben wollen. Florian wird das sicherlich gerne tun. Wie immer hat der Hausherr das letzte Wort. Ich danke dir, Stefan. Erstmal ein Applaus für euch beide. Und es muss nicht nur ein Buch sein. Also man kann ja eins für sich und eins für einen wichtigen Menschen, dem man einen Impuls geben will, schenken will, auch dazu mitnehmen. Ja, ich fand es unglaublich inspirierend. Ich war schon lange nicht mehr so überrascht, dass ich in den zweiten Teil einleiten sollte, weil die Zeit so schnell verging. Also ich hätte euch noch ein paar Stunden zuhören können. Tausend Dank dafür. Und um den Bogen wieder zu spannen zu meiner Einführung, Macron hat auch gestern in seiner nur neun Minuten langen Rede, und zwar die kürzeste Rede, die er jemals gehalten hat, gesagt, ja, ich verspreche euch, dass wir ein neues System suchen werden, gemeinsam mit euch. Und das ist im Endeffekt viel, was wir heute gehört haben, steckt da auch drin. Ich weiß nicht, ob er es schafft. Er hat den Grand Debat gemacht, er hat die Convention Citoyenne gemacht. Er will in diese Richtung gehen, partizipativ zu arbeiten, bedingt Rückbindung, das heißt, muss dann auch was verändern, man muss auch dazu stehen, was da rauskommt, man muss dann auch ein bisschen was umsetzen von dem, was die vielen gemeinsam erarbeitet haben. Mal schauen, verfolgen Sie es mit uns. Ich erlaube mir noch zwei weitere Veranstaltungen kurz zu erwähnen, bevor Sie dann, weil sich heute so wenig getraut haben, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber der informelle Teil wird sicher noch den Austausch befördern. Den 4.5. nächsten Mittwoch will ich ganz kurz erwähnen, da wird es um Essen gehen. Wie werden wir in 2035 essen? Da arbeiten wir zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung und werden da in einem, während wir essen tatsächlich, einen Impulsvortrag hören und dann gemeinsam darüber nachdenken, was denn auf unseren Tellern sein wird. Und ein Highlight, auf das ich jetzt ungefähr eineinhalb Jahre hingearbeitet habe, am 5.5. wird Luisa Neubauer und Lukas Köhler kommen. Ich gehe davon aus, dass Luisa Neubauer den meisten bekannt ist. Fridays for Future, das Gesicht der deutschen Fridays for Future, eins der Gesichter. Und sie wird mit Lukas Köhler, der ist vielleicht weniger bekannt, ist aber ein Münchner, 32 Jahre alt, Philosoph, promovierter Philosoph, Jesuitenhochschule hier und war in der letzten Legislatur im Bundestag klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und ist jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Ein sehr streitbarer Kopf, der sich sehr darauf freut, mit Luisa Neubauer über die neue Welt in Bezug auf die Ökologie, auch ganz konkret über unser Verhalten, über unsere Gestaltungskraft zu diskutieren. Kommen Sie, erzählen Sie es weiter, 5.5. Ansonsten lade ich Sie ein, dieses kleine Papier, das auf den Tischen liegt, mitzunehmen, auch gerne mehrere, und sich bei unserem Newsletter anzumelden oder auf YouTube in unserem Archiv, eins der, ich glaube, insgesamt 300 Salons. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren.